Huhu und herzlich willkommen zu Gönn dir was, eurer Sensi-Beraterin für ganz Europa. Die Whiffbox ist schon da. Also ich glaube, in all den ganzen Jahren habe ich noch nie gehabt, dass meine Whiffbox so flott da war. Käffchen. Oh, ich komme vom Frühdienst und dann ist so die Tasse Kaffee am Nachmittag. Oh, tipptopp. So, dann gucken wir da jetzt mal sofort rein. Es ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Jawohl. Heute ganz besonders, weil heute sind hier 23,5 Grad, die Sonne scheint. Ab morgen wieder Regen. Eine kleine Vorschau erwartet Sie in Ihrer Whiffbox für Mai. Entdecken Sie in diesem Monat Düfte aus der kommenden Kollektion Sunshine State of Mind. Und andere unwiderstehliche Produkte, die für positive Stimmung sorgen. Mit Düften wie diesen ist ein guter Tag nur einen Duft und ein Lächeln entfernt. Oh, der letzte Satz, der gefällt mir sehr gut. Ich stehe ja auf sowas. Okay. Okay, so, wir fangen an. Einmal Pink Lemon Water, Scent Circle. Dann haben wir einmal Washer Whiffs in Fiji Flower. Da muss ich doch tatsächlich mal dran riechen. Mich denn so vertan? Manchmal tick ich nicht mehr ganz sauber, habe ich so das Gefühl. Das riecht sehr, sehr lecker. Ist egal. Sehr, sehr lecker. Dann eine Seife in Pineapple Dragon Fruit. Ich mache mal gerade Stopp. Weil ich brauche immer ewig, bis ich die ausgepackt habe, weil ich will wissen, wie sie riecht. Gefühlte 5 Stunden später. Sehr, sehr süßlich. Jetzt mache ich hier gut Sauerei. Oh, die Ananas kommt wunderbar raus, aber durch die Dragon Fruit ist das, also ich rieche da keine Säure von der Ananas. Ich rieche da wirklich nur die Ananas und Süße von der Drachenfrucht, denke ich. So, jetzt brauche ich ein Tuch, weil ich hier Sauerei gemacht habe. Moment. Heute ist ein Tag, also ich wäre heute am besten im Bett geblieben. Keine Ahnung, ich bin so komplett lost in space, total verwirrt und ich habe den Bewohner heute schon verwirrt, ne? Also keine Ahnung, ich habe heute keine Struktur und nichts reingekriegt. Also ja, keine Ahnung, völlig durchgedreht heute. Also durchgedreht im Sinne nicht von total bekloppt und jeckig, sondern keine Struktur. Also lost in space. Also wirklich. Egal. So, jetzt mache ich hier die Sauerei mal weg. Der ist sehr, sehr wunderbar. Und jetzt weiß ich, warum mir der Duft so bekannt vorkommt. Die Düfte haben wir in Frankfurt. Haben wir die schon alle schnuppern können. Und deswegen,
Da hier sind nämlich ein Teil der Düfte schon drin. Und zwar, dann haben wir Pineapple Dragon Fruit nochmal als Bar. Finde ich extrem toll. Oh Gott, das ist weiß. Da ist aber noch irgendwie... Es riecht auch ein bisschen zitrig. Das kann aber auch sein durch die Ananas. Oh, der ist toll. Sommer. 85 Grad im Schatten. Bitteschön. Dann Tangerine and Sugarcane. Oh, das... Ja. So. Moment. Oh ja. Oh ja, alles klar. Okay, der ist gar nicht so süß, wie ich in Erinnerung hatte. Ich habe gedacht, der wäre süßer. Also eine tolle Kombi. Die Tangerine und Zucker. Ein bisschen, der könnte für mich mehr Power haben. Aber wir gucken mal, wie ihn in der Lampe ist. So. Und dann Ocean Air und Coconut Water. Das ist natürlich prädestiniert für 90 Grad im Schatten. Ja. Ja, hier kommt, also für die, die keine Kokosnuss mögen, ist dieser Duft nix. Weil hier kommt, oh Gott, ist der genial, die Kokosnuss so schön raus. Und dann dieses Frische von dem, der Brise Ozean. Oh, mega. Also der ist toll, das ist number one. Und dann kommt direkt die Ananas und die Drachenfrucht. Oh, der ist gut. Also durch die Kokosnuss kriegt der auch so was Cremiges. Also der ist richtig schön. Die werde ich gleich in die Lampen schmeißen. So, und dann Pacific Mist. Duft des Monats Juni. Leute, ich habe die Lampe von Juni schon gesehen. Ich bin ausgeflippt. Die musste ich natürlich haben. Ging kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich mir auch noch die Lampe für diesen Monat gekauft. Ich wollte nicht, obwohl ich die unfassbar schön fand. Ich konnte aber da nicht mehr. Weil das alles so mein Farbschema ist. So. Oh, Hilfe, ist das genial. Der ist ja wohl mal mega. Also Pacific Mist. Ich habe jetzt die Duftbeschreibung nicht hier. Und dann müsste ich wieder aufstehen, beziehungsweise Pause drücken, wieder aufstehen, Handy holen. Der ist ja mal mega. So frisch, wie man sich das vorstellt, von mehr Wasser und so. Der hat ein bisschen was Parfümiges. Oh, ich hol die Duftbeschreibung. Moment.
So, ich muss noch mal gerade riechen. Oh, der hat auch so ein, ja, wie soll ich das benennen? So was Hölzernes. Und irgendwas Süßliches könnte da. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hole mal gerade die Duftbeschreibung. So, da sind wir. Pacific Mist. Dunstige Meeresluft weht durch Küstensalz und Treibholz mit einem beschwingten Hauch von tropischem Nektar. Alles klar. Das ist Papaya. Seht ihr die Frucht? Ne? Nee, Mango oder Papaya? Was ist es? Mango. Ich glaube Mango. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Lecker. Also den schmeiße ich mir jetzt. Okay. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Holt euch Pacific Mist. Hammer. So, jetzt rechnen wir mal schnell. Wir haben einen Centzirkel. 4,25 € plus die Seife 12,75 € plus die Washer Whiffs für 17 € plus so. Dann sind wir bei, die Probe ist ja immer kostenlos, dann sind wir bei 59,50 €, also 9,50 € gegenüber Einzelkauf gespart. Ich liebe diese Boxen, das ist auch wirklich immer toll, auch zum Verschenken, auch für Menschen, die Sensi noch nicht kennen. Weil das ist ja eine schöne, eine monatliche Überraschungsbox. Boah. Mega. So, du kommst klar. Ne, die Kuh ist mit mir im Wohnzimmer. Und die anderen. Hammer. Oh Gott. Diese Kombi, die haut mich total um, weil die für mich total besonders ist. Wenn ich Pacific Mist so lese, denke ich total aquatisch und frisch. Nee, gar nicht. Okay. Ah, ich baue gleich zusammen, sonst wackelt es hier. Ihr Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war nicht zu chaotisch für euch. Aber so wie das Video hier ist, so bin ich den ganzen Tag schon völlig unorganisiert. Macht es gut. Bis bald.